Es ging ganz ohne Streik. Für die Flugbegleiterinnen und Begleiter liegt nun ein Tarifabschluss vor. Sie bekommen bis zu 17,5% mehr Gehalt. Samir Ibrahim an der Börse in Frankfurt. Wie kommt diese Einigung an? Naja, mit durchwachsenen Gefühlen kann man so sagen. Ohne Streik ist ja schon mal erstmal gut, aber eben auch Lohnabschlüsse in diesen Dimensionen werden von Aktionären in der Regel nicht so sehr begrüßt. Man weiß aber eben auch, die Lufthansa wird das eben vermutlich bezahlen können. Und es geht vor allen Dingen um die geringer Verdienenden, die dort eben mehr bekommen. Darauf sind ja auch beide Seiten stolz. Die Lufthansa hat heute noch eine zweite Nachricht gehabt. Sie kann nämlich um ITA Airways offensichtlich auch wieder bieten. Die ehemals Alitalia, also die italienische Airline, die jetzt wieder zum Verkauf steht, da ist man interessiert, so hieß es heute aus dem Vorstand. Der DAX heute insgesamt etwas vorsichtig unterwegs, bei 13.329 Punkten steht er jetzt, also ein halbes Prozent im Plus. Warum? Weil man etwas vorsichtiger ist vor der US-Notenbank-Sitzung FED morgen am Abend. Danke, Samir Ibrahim nach Frankfurt am Main. Noch vor wenigen Jahren bestimmten sie das Bild unserer Innenstädte, die alles unter einem Dachanbieter, Warenhäuser wie Hertie oder Horten. Damit ist es längst vorbei. Nun muss der Kaufhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof zum zweiten Mal innerhalb von weniger als 2 Jahren das Insolvenzgericht anrufen und Rettung in einem sogenannten Schutzschirmverfahren suchen. Mehr als 40 der verbliebenen 131 Häuser sollen schließen. Die Gewerkschaft Verdi will Kündigungen verhindern. Reges Treiben vom Galeria Kaufhaus in Chemnitz am Mittag, eine von 131 Filialen in Deutschland. Jede dritte soll bald geschlossen werden, kündigte Galeria-Chef Müllenbach gestern Abend an. Es gibt viele erfolgreiche und erfolgversprechende Standorte und solche, die unter den jetzt geltenden Bedingungen auf absehbare Zeit nicht mehr profitabel zu betreiben sind. Die Gewerkschaft sorgt sich jetzt vor allem um das Schicksal der mehr als 17.000 Beschäftigten. Durch Corona und jetzt die hohen Preissteigerungen ist der komplette Einzelhandel in einer schwierigen Situation. Das ist vollkommen klar. Aber die Antwort darauf müssen Investitionen sein und nicht ein Heruntersparen und ein Verlust von Attraktivität. Dann haben Kaufhäuser sicherlich keine Perspektive. Als Gründe für die Insolvenz nennt Galeria die Pandemie, die Inflation und die gestiegenen Energiekosten. Kritiker aber zweifeln generell daran, dass Kaufhäuser in einem immer stärker vom Onlinehandel geprägten Umfeld eine Zukunft haben. Wir haben es hier mit einem Konzept zu tun, das seit Jahrzehnten unter Schwierigkeiten leidet, die jetzt durch die verschärften Rahmenbedingungen sich verkompliziert und verschärft haben, aber die dadurch nicht geschaffen wurden. Nun wird gemeinsam mit 2 gerichtlich bestellten Sachwaltern eine Streichliste erarbeitet. Umsatz, Energie- und Gebäudekosten sind dabei die wichtigsten Faktoren. Wann die ersten Häuser für immer geschlossen werden, dazu hat das Unternehmen noch nichts gesagt.